Pünktlich zum Start der Lehrgänge zur Berufsreifeprüfung in den kommenden Wochen eröffnete das BFI Niederösterreich einen vergrößerten Standort. In Wiener Neustadt erwartet nun die Studenten eine völlig neue Ausbildungsstätte, die Josef-Staudinger Bildungsakademie. Bildung, Freude, inklusive. So lautet das Motto des BFI Niederösterreich. Und die rund 17.500 Teilnehmer jährlich bezeugen, das ist nicht nur ein Werbespruch, sondern ein Versprechen. Mit insgesamt 2.700 Seminaren pro Jahr ist das BFI Niederösterreich eine der größten Ausbildungsstätten im Bundesland. Um die Qualität des Bildungsnetzwerks aufrechtzuerhalten, werden laufend neue Schulungsstandorte gebaut, so auch in Wiener Neustadt, wo sich die Landeszentrale des BFI Niederösterreichs befindet. Wir haben 170 Standorte, also wir sind Gott sei Dank überall erfolgreich oder sehr erfolgreich. Hier ist es wichtig, hier sind wir eingebettet, ich sage immer, in einen Bereich, wo top Unternehmen tätig sind, weltweit qualifizierte Unternehmen, und hier Zusammenarbeit zu finden, hier Aktivitäten zu starten, am Puls der Zeit zu sein mit der Ausbildung, da ist es auch wichtig, dass dieser Standort uns den Rahmen mit den Firmen bietet, wo wir nur sagen können, das Silicon Valley von Wiener Neustadt, und wir sind mittendrin. Im Oktober 2011 wurde der Grundstein für die erste BFI-Zentrale in Wiener Neustadt gelegt. Aufgrund der großen Nachfrage wurde der Standort bereits erweitert. In zwei Etappen wurden insgesamt 10 Millionen Euro vom BFI in das Bauprojekt investiert. Den Studierenden und Mitarbeitern stehen nun auf 3.300 Quadratmeter Schulungs- und Büroräume zur Verfügung mit modernsten Standards und neuesten Technologien. Es ist uns eine besondere Freude, so kurz nach der Eröffnung unserer Landeszentrale mit Schulungsräumen bereits 11 weitere Schulungsräume hier zu eröffnen. Das ist der Weg des BFI, nicht große Bäume in den Himmel wachsen zu lassen, sondern Step by Step. Wir haben vergangenes Jahr im Mai mit den Bauarbeiten hier vor Ort begonnen und konnten den Rohbau binnen kürzester Zeit, also in 3 Monaten, fertigstellen. Die Ausbauarbeiten sind dann ähnlich rasch verlaufen, sodass wir nach rund 10 Monaten Bauzeit den Zubau des Projektes an unseren Auftraggeber, das BFI Niederösterreich, übergeben konnten. Von der Qualität der neuen Bildungsakademie überzeugten sich bei der Eröffnungsfeier langjährige Geschäftspartner und prominente Ehrengäste. Bürgermeister Magister Klaus Schneeberger betonte vor allem die Bedeutung der Bildungseinrichtung für die Stadtgemeinde Wiener Neustadt. Bildung, Freude, inklusive. Ich halte das für einen ganz tollen Spruch. Technisch als auch qualitativ ist der Standort auf dem neuesten Stand. 260 topmoderne, vollklimatisierte Schulungsplätze, eine ergonomische Ausstattung, lernfreundliche Seminarräume, ein Multimedia-Center mit professioneller Ton- und Videoausstattung sowie ein Testcenter für Orientierungs- und Leistungschecks sorgen für eine zukunftsorientierte Ausbildung. Wir haben auch eine überdimensional große Erholungszone. Wir haben über 1500 Quadratmeter Grünflächen, ein Bistro-Bereich für die Kursteilnehmerinnen, wo sie sich wohlfühlen. Also es ist ein Gesamtpaket. Wenn man schon Bildung macht, dann soll man im BFI Niederösterreich Bildungsurlaub machen können. Gewidmet wurde das neue Gebäude Josef Staudinger, dem ehemaligen Präsident der Arbeiterkammer und Vorsitzender des BFI Niederösterreichs. Vor allem freut es mich wirklich als Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich und als Vorsitzender des ÖGB, diese Bildungsakademie meinen unmittelbaren Vorgänger auch, dem Peppe Staudinger, zu widmen, denn wir werden heute diese Bildungsakademie in Josef Staudinger Bildungsakademie benennen, und das macht uns als Arbeitnehmer sehr stolz in diesem Land. Das BFI Niederösterreich bietet in der Josef Staudinger Bildungsakademie eine breit gefächerte Bildungspalette an, beginnend von der Berufsreifeprüfung über Diplomlehrgänge, bewährte Sprach- und EDV-Kurse bis hin zu technischen Ausbildungen. Die aktuelle Kundenbewertung spricht für sich. Die Note 1,2 belegt die Qualität und den Service-Level am BFI. Das Team des BFI Niederösterreichs ließ es sich bei der Eröffnungsfeier nicht entgehen, auch noch eine kleine Überraschung vorzubereiten. So wurde dem AK Niederösterreich-Präsidenten Markus Wieser zu seinem bevorstehenden runden Geburtstag gratuliert und ihm für die langjährige Unterstützung gedankt.